Hallo, grüß euch, da ist der Bernhard Furuta, toll, schön, dass ihr dabei habt. Mich freut's und erst einmal fröhliches neues Jahr, fröhliches 2021, geht das besser, wie wird das anders? Ja, ich bin schon wieder in den komischen Zimmer drin, das ist unser Retro-Zimmer, also ich sage jetzt mal so, wir haben auch nicht mehr die Jüngsten. Und ja, wir haben uns in einem Zimmer, das haben wir eigentlich so nicht hernehmen, haben wir uns, weil die Spielkonsolen laufen, den ganzen Zeug und ein bisschen Hobby-Ding, also wie meine Lego-Sachen zusammenbaue. Unser Kleiner ist dann auch mit dabei, also von daher, wenn es ein bisschen zugeht, es liegt nicht nur an uns. Aber, mir ist es sehr eingefallen, zum Thema alter Mann und so weiter, 2021, wir haben eine Jäger- und Sammlerfamilie, wer uns kennt. Es ist schon bei meinem Urlaub so gewesen. Und mir ist eingefallen, wir haben ja nur von Lego ein paar alte Sachen. Ja, aber richtig alte Sachen. Also jetzt nicht die Sets, die haben liegt irgendwo drum rundum im Dachbaum. Aber ich habe ganz was Interessantes für euch mit dabei heute. Und zwar, erstens einmal, vielleicht seht ihr es, war zwei weggelegt, muss mir erst mal wundern, dass die Kamera so ist. Ich freue mich, wenn wir wieder unten in unserem Spielbahnladen aufnehmen, aber momentan ist alles ein bisschen gaga, weil Inventur steht da und der ganze Mist. Ich habe jetzt leider den Katalog vom zweiten Halbjahr mit dabei, weil den Neujahr von 21 haben wir noch nicht, weil ich habe zwar vorbestellt schon vor Ewigkeiten, es kommt der Porsche kommt mit, Monster Trucks kommen mit und nur ein paar andere Sachen. Das ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr selber weiß, was ich eigentlich alles bestellt habe. Und waren auch die Kataloge mit drin, aber mit den Feiertagen war das ja so verschoben, dass die Paketdienste, die das Ganze bringen, nicht zugestellt haben. Okay, folgendes. Ich habe dabei für euch, ich hoffe man sieht es, das sind stark gespiegelt, Lego-Katalog von 1989. Richtig, von 89. Und ein Lego-Katalog von 1995. Genau. 95 ist es so die Ära gewesen, wo ich ziemlich am Aufhören war mit dem Ganzen. Da war ich in der Technikschiene drin. Aber wir gehen auf das Ganze ein bisschen besser ein. Thema Kataloge. Ich werde die Kamera dann anders positionieren, weil so schaut es dann ein wenig seltsam aus, wenn ich euch das zeige. Ersten Spiegel verkehrt über den Kopf. Oder Perspektive wie früher bei den alten Batman-Filmen, wenn wir bei der Hülle vom Schurken waren. Aber, was jetzt interessant ist für euch, ich habe gefunden, alte Schachteln, damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Frauen, die da drum am Dachbaum verstaubt haben, sondern alte Schachteln meine ich wirklich alte Schachteln. Beispiel das da. Ja, das Kastell. So hat das Ganze früher drin ausgeschaut. Und was ich ehrlich gesagt selber gar nicht mehr gewusst habe, was ich aber jetzt wieder entdeckt habe durch die Schachteln, seht ihr das? Das sind Formen. In denen Formen waren spezielle Sachen drin, wie Kanonen, quer, man kann es sogar von den Abdrücken her ein bisschen erkennen. Da waren quer da drin, da waren Säbel drin, die ganzen, da war eine Kanone drin, da war ein Boot mit dabei. Das war früher alles viel, viel besser durchdacht. Und das ganz Interessante an den ganzen Zeugs ist das, bei ein paar Schachteln haben die Preise nur mit dabei. Richtig, ich muss jetzt gerade selber schauen, habe jetzt genau das erwischt. Doch, dieses Kastell, da ist eben der Untergrund von der Burg, die wo es ewig gegeben hat, wo es steil aufgeht, wo ein Loch drin ist, wo man Verlies einbauen kann. Das Teil hat 8, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, 98 D-Mark kostet. 98 Mark. Umgerechnet waren wir irgendwo bei, ja, ich sage jetzt mal 45 bis 50 Euro. Das Oschi. Was kriegt man bei Lego in der Größenordnung unter 100 Euro, also unter 200 Mark? Nix. Richtig. So. Und jetzt wird es noch cooler. Model Team. LKW mit Hubschrauber. Ich mache jetzt mal die Schachtel auf. Es war ein Sortiersystem mit dabei früher. Also für alle, die jetzt die jüngere Generation haben, ich will jetzt gut anschauen, aber es ist nichts drin. Es haben sogar noch ein paar Lego-Teile über drin. Also was man nicht braucht für das ganze Set. Es war durchdacht. Du hast deine Tüttel aufgerissen, hast das da eine da, was du das braucht hast, hast den extra umeinander geschaut und irgendwo auf den Tisch geschickt, wo dann irgendwas verloren gegangen ist. Du hast alles da drin gehabt. Es war Hammer. Jetzt muss ich nur schauen, ist da der Preis mit dabei noch? Ist da noch mit dabei? Ja! Dieser Model Team Truck hat 119 D-Mark gekostet. 119 D-Mark,
Also geteilt durch 2 haben wir beim Europreis um die 60 Euro rum. Für 60 Euro kriegst du sowas halt nicht mehr. Ah, 60, ja, für 60 Euro. Ich sag mal, du bist da bei der Kategorie, wärst du auch bei, wenn ich sage, so eine komische Polizeistation oder Feuerwache kostet um die 99 Euro umeinander. Ich sag mal so, im Vergleich zu dem ist der Lego-Preis, die haben aus dem Mark haben die Euro gemacht mit der Zeit. Es ist so. Aber schwenken wir weiter in der Vergangenheit. Leider hat die Verpackung ein bisschen glitten, weil es zusammengeschnitten worden ist. Aber ihr seht es. Modelleisenbahn, Lego-Zug, das war mein erster Lego-Zug von damals. Natürlich, der hat noch keine Fernsteuerung oder sowas gehabt, da war einfach eine Batteriebox dabei, hinten in dem roten Waggon, wenn ihr seht. Und es hat einfach einmal den Hebel umgelegt, dann ist das Teil vorwärts oder rückwärts gefahren und mit dem Signal hat das Teil gestoppt. Aber hinten sieht man es auch nochmal, was alles mit dabei war. Und, jetzt ist es schon gesehen, wie es jetzt leuchtet, 139 D-Mark. 139 D-Mark, grob gesagt, irgendwas um die 70 Euro rum. Gibt es bei Lego einen Zug, der 70 Euro kostet? Auf Technik braucht man sich jetzt ehrlich gesagt nicht ausreden, weil, ganz ehrlich gesagt, früher war, dass man so kleine Motoren und Zeugs hergestellt hat, das war mehr kostet von der Herstellung her, als wir heutzutage das ganze High-End, was man meint an Fernsteuerungszeugs und so weiter. Das ist von den Herstellungskosten sogar vom Preis her billiger geworden. Also billiger, wenn es nicht gleich ist, aber dass es teurer wird, nö. Freilich, es hat sich ein bisschen was vom Design her und so weiter geändert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es heute nur einen Zug gab für 70 Euro, ein kompletter Lego-Zug für 70 Euro, wo Figuren, ein Stapler mit dabei ist, eine kleine Ladefläche. Ich möchte nichts sagen, aber ich glaube, Eltern dann einen Lohn einrennen, weil die Kinder das Zeug haben möchten. Und was kostet heute ein Lego-Zug? Wenn ich da denke, der günstige der Personenzug, glaube ich, kostet irgendwas um die 100 Euro rum. Also quasi 200 Mark umdrehen, also 70 Mark mehr. Ja, das allergünstigste, was es momentan gibt. Aber die anderen, was wir da haben, der Güterzug und so weiter, da bist du, also der Güterzug kostet bei uns jetzt zum Beispiel 139 Euro. Haben aber trotzdem 280 Mark, wenn du das umrechnest. Das kostet fast das Doppelte. Ja, haben wir bei dem Thema 1 zu 1 umgesetzt, der Preis von dem Mark auf Euro. Der Zug. Und da war massig dabei. So, dann gehen wir nur weiter. Gut, ist jetzt nicht so extrem Ding. Ein kleiner Rettungshubschrauber, seht ihr es? Hat man natürlich auch nichts mögliche Sachen ummodeln können. Ist mit Licht und Sound gewesen. Und jetzt hält es euch fest. Gut. 57 Mark 50 mit Licht und Sound. Also nicht nur ein komisches Lego-Modell, sondern es war Licht und Sound dabei. Es war eine Batteriebox dabei, es waren die Lichter dabei, es war das Sirenenmodul dabei, was man aufgesteckt hat. Und haben wir wieder beim Thema umrechnen, nicht einmal 30 Euro, was das Teil kostet hat. Heute darf man wahrscheinlich mit sowas gut, Licht und Sound gibt es auch eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ja, haben wir bei dem Thema Mark in Euro umgerechnet. Ist jetzt dann auch was anderes. Also nicht wundern, das steht jetzt drauf Lego-Gleise, weil da waren unsere Lego-Gleise drin. Aber das Polizeiboot, das hat ein Motor mit dabei gehabt. Das kleine Ding da, weil ich weiß, ich habe es in der Bordwanne mal rennen lassen. Hat kostet 29 Mark 95. Also wo jetzt ein Motor dabei war, ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht beschweren. Ich glaube, bei dem Niedermann hat ihn noch gekauft können. Trotzdem, es war ein schwimmbares, schwimmfähiges Boot für umgerechnet 15 Euro. Was kriegst du, wenn wir jetzt dann sagen, 15 Euro kriegst du in der Kategorie, entweder du kriegst das für 10 Euro oder für 30 Euro. Dann haben wir eher bei dem Ding bei einer 30 Euro Kategorie, weil für 10 Euro kriegst du gerade die kleinen Dinger, wo Figur dabei ist, oder zwar maximal, wenn es gut geht und irgendein komisches Teil zum Zusammenbau, also einmal Kosten von vielleicht 1 Euro. Aber da hast du ein schwimmfähiges Boot für 15 Euro umgerechnet gehabt. Und da habe ich jetzt leider keinen Preis dabei, aber ich meine, ich muss trotzdem herzeigen. Ritterburg, ja, damals hat es nur Ritterburgen gegeben. Und das mit massig Figuren, schaut euch einmal das an. Was da alles dabei war, da hast du das Teil gekauft und hast ewig um und anspringen können. Und da kommen wir dann später auch noch drauf, wenn wir uns die Kataloge durchschauen. Dann haben wir nur die Pirateninsel. Piraten war damals heute, ist eh in dem 89er Katalog mit drin.
Muss ich mal kurz einlinsen, ob sie da noch was versteckt hat. Ja, ja, da ist eine Bauanleitung mit dabei und ein paar Gewehre und ein Paddelhahn mit drin. Also, ist die, haben sie was, also nicht wegen dem roten Boot wundern, das müsste da mal einkommen, würde ich glauben. Ich sage nur 89, also da war, da war ich 6 Jahre alt. Aber es ist doch gigantisch und da haben wir auch irgendwo einen Preis. Ich habe einen Preis gesehen gehabt für 60 Magnicons, also 59,95, also das Ding für 30 Euro. Für 30 Euro, wenn es das halt nur gab. Ich sag ja, wenn Lego die Preise treu waren, war, weil es ist ja nichts Italiener geworden, es ist ja eigentlich die ganze Produktionskacke, ist ja alles billiger geworden. Aber, ach ja, ich habe auch vergessen, es ist ja kein Lizenzprodukt. Da hat es einfach Piraten gegeben, dann hat es die Gouverneure gegeben und fertig war das ganze Spieldingste. Wahrscheinlich gibt es momentan, es gibt zwar ein Piratenschiff, aber wenn es wieder Piraten sowas gab, dann müssen sie wahrscheinlich Lego erst die Lizenz kaufen von Pirates of the Caribbean, das dann gekauft wird. Leid, das Ding, wir haben früher ohne Lizenzen leben können. Wir haben gespielt ohne Ende, wir haben unseren Spaß gehabt, das war uns jetzt wirklich komplett egal, ob jetzt da irgendein Name von irgendeiner Serie oder einem Film draufsteht. Das war so wurscht. Wir haben unseren Spaß gehabt, haben uns tolle Sachen zusammengebracht. Und was ich auch noch gefunden habe, eine kleine Rennbahn, also was heißt eine kleine Start und Ziel von der Rennbahn, beziehungsweise man hat es auch als Boxengasse umfunktionieren können. Also es war einfach Hammer. Und das Preis? Oh, schade. Kein Preis dabei, aber ich denke mal, dass das Ding auch irgendwas vielleicht um die 29 Mark kostet hat, wenn überhaupt. Oder das wäre vielleicht so ein 20 Mark Set gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, aber auf alle Fälle, jetzt habt ihr mal ein bisschen was gesehen, was früher gegeben hat, wie das Ganze aufgebaut war. Also war das Sortiersystem. Ich hab gemeint, es hat sowas gegeben, aber es hat wirklich sowas gegeben. Also war das Sortiersystem, das war schon klasse. Die Titel, du hast es einfach aufgemacht, da eine da, du hast es sofort gefunden, es ist nichts verloren gegangen. Aber wie gesagt, es sind schon irgendwelche intelligenten Menschen da dahinter, die nur einfach, oh, das braucht man alles nicht. Es war super, es war einfach super. So, jetzt mache ich da kurz einen Schnitt und dann wird die Kamera anders aufgebaut werden, weil dann schauen wir uns gemeinsam mal die Kataloge an. Es tut mir halt leid, weil ich keine Preise drin habe. Braucht man überhaupt den anderen Katalog, den nachher noch? Ich glaube nicht, weil die Preise wisst ihr ungefähr. Zum Vergleich, jetzt habt ihr es jetzt gesehen, bei den Schachteln, also wenn man sich die Preise von damals in D-Mark anschaut und halt mit Euro vergleicht, vor allem jetzt in dem Zeitsprung drin, und es hat ja eigentlich nichts geändert. Vor allem, irgendwann muss man neue Maschinen dazu kaufen, aber es ist ja nicht gerechtfertigt, dass man mit dem Zeitungsduppe die eigentlich teiliger wird. Aber jetzt schauen wir uns ein bisschen die alten Katalogs nur an miteinander, und also bis gleich in einer komischen Ansicht, aber in der Katalogansicht. Bis gleich, tschüss!